Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir was ganz Tolles, nämlich American Pancakes. Als Variante des deutschen Pfannkuchens eine super Sache, vor allem mit süßen Beilagen. Ja, wenn wir über Pfannkuchen reden, Crepes, American Pancakes, irgendwo alles dasselbe. Ich mache einen Teig, ich nehme Milch, Eier, ein Mehl. Wird immer funktionieren. Es gibt im Netz Millionen von verschiedenen Rezepten für Pfannkuchen, für Pancakes, für Crepes. Alle funktionieren. Das liegt einfach daran, dass es völlig egal ist. Egal welche Kombination aus Milch, Ei, Mehl ich zusammenmixe, es wird immer was Schönes dabei rauskommen. Wenn ich wenig Mehl und Eier nehme und viel Milch, kriege ich einen sehr flüssigen Teig. Mit dem kriege ich halt Crepes, ne? Da kann ich auch in der Pfanne ganz dünn ausbacken. Wenn ich viel Mehl und viel Eier dazugebe, nähere ich mich dem deutschen Pfannkuchen an, der dann schön dick und fest wird und groß und dick ausgebacken wird. Und jede beliebige Kombination von Eiern, Mehl und Milch dazwischen wird immer funktionieren und immer irgendeine Art von Teig ergeben. Ihr könnt für euch natürlich rausfinden, was euch am liebsten ist. Aber heute wollen wir eine spezielle Variante machen, und zwar den American Pancake. Das Besondere am American Pancake ist, dass da noch ordentlich Backpulver zugegeben wird. Das heißt, er soll aufgehen, richtig fluffig dick werden. Der wird nur in kleinen Klecksen in die Pfanne gegeben, sodass man viele kleine Taler bekommt. Er kriegt auf jeden Fall Zucker als Zutat mit rein und wird eigentlich immer süß mit Obst gegessen. Den deutschen Pfannkuchen esse ich auch gerne schon mal im Herzhaft. Den kann man toll mit Schinken, Käse machen und solchen Sachen oder einer Fleischsoße drauf. Auch wer diese holländischen Pfannkuchenhäuser kennt, da gibt es ja auch ganz viele herzhafte Varianten, die da zu Hause sind. Ne, Crepes macht man jetzt wieder eher im Normalfall süß, obwohl man die auch mit Schinkenkäse machen kann. Der American Pancake aber auf jeden Fall süß. Besorgt euch da ein schönes Obst zu, einen schönen Ahornsirup oder andere Sirups, Marmeladen, Kompotts, die kann man dann ganz toll dazu essen. Ich zeige euch jetzt mal mein Rezept, denkt aber dran, dass ihr das beliebig variieren könnt. Im Prinzip, wie gesagt, jede Kombination wird irgendwie funktionieren. Wenn ihr euch unsicher seid, fangt einfach mit meinem Rezept an. Ich schreibe die genaue Zutatenmenge wie immer unter das YouTube-Video. Ja, schauen wir uns das Ganze an. Hier haben wir unsere Eier, die 8 Stück. Ich habe bereits Milch abgewogen, ich habe Mehl abgewogen, ich habe hier schön Sahnejoghurt abgewogen und ich habe Zucker, Backpulver und Salz. Alles da. Anstatt des Sahnejoghurts kann man natürlich auch eine Buttermilch nehmen, einen Topfen, einen Quark, irgendwas. Aber Tatsache ist, der American Pancake, der mag es, ein bisschen fetter zu sein. Das heißt, da arbeiten wir normalerweise nicht nur mit der Milch, wie beim normalen Pfannkuchen und dem Crepe, sondern ersetzen einen Teil der Flüssigkeit eben durch Joghurt, Quark, eine Sahne, einen Topfen. Könnt ihr gucken, was ihr so da habt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es heute auf ganz einfache Art mit einem schönen fetten Sahnejoghurt. Das wird ganz toll. Und dadurch, dass ich ordentlich Backpulver dabei habe, wird das Ganze im Idealfall eben auch schön fluffig aufgehen. Ein Blick aufs benötigte Material. Meine Tara-Waage. Mit der habe ich alles sehr recht genau abgewogen. Eine beschichtete Pfanne, mit der werde ich das Ganze ausbacken. Was zu mixen mit einer Schüssel, ich mache es heute mit der Hand. So, im Schritt 1 geben wir mal die Zutaten rein. Schön der Sahnejoghurt. Schön fette Angelegenheit. Mehl. Ich habe in dem Fall wirklich ein einfaches Weizenmehl. Es wird ein süßer Teig. Da fange ich jetzt nicht an, vollwertigere Mehle zu nehmen. Das mache ich dann schon mal eher, wenn ich so einen Pfannkuchen oder sowas mache. Die Milch. Wir haben Backpulver, Zucker, bisschen Salz. Und jetzt muss ich auch noch arbeiten. Müssen wir Eier einschlagen. Das Schöne an dem Rezept hier ist, da muss jetzt nichts getrennt werden. Man muss nicht Eiweiß und Eigelb irgendwie getrennt aufschlagen oder sonst irgendwas. Sondern im Prinzip ist das wie bei den meisten Crepe- und Pfannkuchenrezepten ein One-Pot-Gericht. Das heißt, alles kommt in eine Schüssel, wird ordentlich durchgemixt.
Wenn er eine sehr gute Mixmaschine hat, macht er das mit der. Ich werde mal gleich meinen Armmuskel bemühen und hoffe, dass ich das gut hinkriege. Da wird das Ganze in schönen kleinen Klecksen in der Pfanne ausgebacken. Und dann schauen wir uns mal an, was man an tollen Beilagen dazu geben kann. So. Ihr seht, alles ist drin. Oh, wunderbar. Ich fange an zu rühren, da habe ich jetzt mal ein paar Minuten zu tun. So, ich habe hier meine beschichtete Pfanne. Ich sprühe ein klein bisschen Öl drauf, ganz vorsichtig, dass es nur tröpfchenmäßig drin ist. Das kann man zwischendurch immer mal wieder machen, damit ein klein bisschen was drauf ist. Teig habe ich schon wie wild gerührt, wenn ihr mal guckt, das ist eine ganz, ganz dicke Konsistenz. Das ist eine richtig cremige Masse. Und so soll es auch sein. Ja? Wenn ihr einen Crepe-Teig habt, der ist sehr super flüssig, der zerläuft natürlich direkt total dünnflüssig. Deswegen werden das ganz, ganz dünne Crepe-Fladen. Will ich ja hier nicht haben. Ich will ja hier einen dicken Pancake haben. Dick kann es aber nur werden, wenn es jetzt nicht in die Breite so zerläuft, sondern als Flatschen mehr oder weniger zusammenbleibt. Deswegen sieht die Konsistenz für mich sehr gut aus momentan. Ich gebe eine Minute jetzt noch der Pfanne hier, damit die ein bisschen heißer wird. Und dann werden wir mal den ersten reinwerfen. Gut. Ja, es ist Hitze da. Da klingelt es im Hintergrund. Ich tue trotzdem meinen dritten Pancake in die Pfanne. Und wie ihr hört, ist da jemand sehr, sehr ungeduldig. So, die ersten Pancakes sind gut. Das sieht man daran, dass hier überall sich jetzt die Löcher gebildet haben. Zack, einmal drehen. Seht ihr, wie fluffig dick die geworden sind? Ganz anders als jetzt so ein deutscher Pfannkuchen. Bong. Herrlich, ein bisschen braun hier oben, ne? Die andere Seite jetzt auch eine Minute, dann sind die schon gut. Und so kann man immer drei Teile gleichzeitig in der Pfanne machen. So, die Minute ist um. Wir schauen mal, was die Pancakes machen. Oh, wunderbar. Ich zeig's euch mal, zack. So müssen die aussehen. Super fluffige, schöne Taler. Zack. So. Und da werde ich jetzt noch ganz viele von machen. Da habe ich erstmal eine Weile zu tun. Zwischendurch, hier seht ihr, kann man ein bisschen mit Öl mal das Ganze einsprühen. Dann haben wir hier so eine halbe Kelle nehmen. Und drei schöne Talerchen machen. Gut, ich mache dann jetzt mal damit weiter. So, nochmal ein kurzer Zwischenstand. Die ersten Taler sind hier schon gemacht, wie ihr seht. Da ist man eine ganze Weile beschäftigt mit. Ich glaube, so 15 habe ich jetzt, so ein Drittel des Teigs ist verbraucht. Ich würde mal sagen, so 40, 50 Dinger werden es werden. Das ist aber okay, weil wir sind zu fünft. Und es bestimmt jeder 5, 6 Dinger, sind ja relativ kleine, fluffige Taler. Da passt das ganz gut. Inzwischen habe ich die Temperatur auch ein bisschen runtergestellt. Das muss man immer mal machen, weil mit der Zeit heizt sich die Pfanne halt wahnsinnig auf. Und wenn man nicht will, dass es schwarz wird, sondern dass es schön braun bleibt, wie bei mir jetzt, dann sollte man nicht zu viel Hitze drauf haben, dann lieber ein paar Sekunden länger warten, dann geht das schon. Ja, ich habe inzwischen auch schon alles auf den Tisch gestellt, was wir draufsetzen werden. Also da ist Schokocreme, das Marmelade, Streusel, Sahne, Kompott, ne, der Zimtzucker, auch eine sehr großartige Sache. Ich habe ein bisschen schöne Blaubeeren. Also man kann es sogar ganz traditionell, wie die typischen Amerikaner, die ja dann ne, so Blaubeeren auf dem Pancake. Ich habe Ahornsirup, den kann man drüber schütten. Solche süßen Sachen sind einfach mit den Dingern hier ideal. Mal gucken.
gucken, ob die B-Seite schon soweit ist. Ja, super, oder? Guckt euch das an. Und Träumchen. So müssen die Dinger sein. Ganz, ganz fluffig und leicht auch. Super weich. Ich zeige es noch mal ein bisschen Öl sprühen aus Entfernung. Immer so eine halbe Kelle pro Taler. Drei Taler eine große Pfanne sollte bei den meisten Leuten eigentlich kein Problem sein. Nach 10 Durchgängen habt ihr dann also schon 30 Taler. Ich denke, ich werde so 15 Durchgänge insgesamt haben. Und dann so um die 45 Pancakes haben. Das ist aber auch in Ordnung. So, wie ihr seht, war ich fleißig. Hier ein großer Haufen, der Pfannkuchenberg ist schon so gestiegen, dass er langsam droht umzukippen. Ich habe jetzt so die letzten Pfannkuchen drin, werde also gleich Feierabend machen. Ich werde dann 2-3 Pancakes nehmen und ein bisschen schön anrichten, damit man sieht, wie wir die dann normalerweise essen. Und dann sind wir auch durch. Und hier haben wir eine Möglichkeit, wie man die Pancakes schön anmachen kann. Ne, links sehen wir schön mit Heidelbeeren, ein bisschen Ahornsirup oder vorne noch mit Zuckerstreuseln dabei oder einer schönen Sahne. Das sind so schöne süße Schweinereien. Wir haben aber auch noch ganz andere Sachen, natürlich Schokocreme, Marmeladen und Kompotts. Und dann kann man das so belegen, wie man Lust hat. Ja, unser Ziel war es, ein paar schöne American Pancakes zu machen. Das ist sehr gut gelungen. Es gab schöne kleine Taler. Ich habe richtig viele, bestimmt 40 Stück davon bekommen. Super luftig. Die kann man jetzt einzeln schön süß belegen. Ich bin sehr zufrieden und habe jetzt auch einen Riesenhunger drauf. Das war's dann auch von Bernd aus seiner Kochecke. Diesmal mit American Pancakes. Packt die gerne mal nach und sagt mir, wie es war. Tschüss!